Am 27. September wird Life is Strange 2 veröffentlicht. Es ist schon das vierte Spiel im Life is Strange-Universum und es macht einiges anders. Was nun genau und worum es da überhaupt geht, kann mir mein Kollege Maurice Weber genauer erklären. Hallo Maurice. Hallo. Du bist ein großer Life is Strange Fan und Experte. Richtig. Zu meiner eigenen Überraschung hat es mich sehr begeistert damals. Und deswegen bin ich schon, war sehr überrascht, dass der zweite Teil jetzt schon so plötzlich, nachdem man lange Zeit nichts wusste, oh ja, September, los geht's. Erste Episode zwar nur, aber. Genau, aber dann, du hast gerade schon gesagt, nachdem man lange Zeit nichts wusste, jetzt wissen wir die ersten Informationen und deshalb wollen wir es mal zusammenfassen. Kannst du uns kurz die Story und das Setting beschreiben? Genau, also es spielt in der gleichen Welt wie der Vorgänger, es sind aber völlig neue Hauptfiguren und diesmal sind es zwei Brüder, um die sich die Story dreht, Sean und Daniel Diaz. Du spielst den Älteren, der ist 16, soweit ich weiß, und der Jüngere ist 9 Jahre alt und die werden aufgrund einer spoilerhaften Tragödie gezwungen, aus ihrer Heimatstadt Seattle zu fliehen und machen sich dann im Grunde auf einen Roadtrip, um in Mexiko Sicherheit zu finden. Mhm. Und genau, das ist im Grunde die Kernstory. Der Unterschied soll sich diesmal um die Beziehung zwischen den beiden Brüdern drehen. Und es wird so vage gesagt, theoretisch können alte Figuren auftreten, weil es das gleiche Universum ist, aber bislang wurde da nichts gezeigt in der Hinsicht. Also es gibt keine großen Zusammenhänge zu den Vorgängerspielen, man muss die also nicht unbedingt gespielt haben? Nee, man muss die gar nicht gespielt haben. Es gibt ja diese Prequel-Episode, The Awesome Adventures of Captain Spirit, und dort tauchen diese Figuren, die neuen, kurz mal auf. Mhm. Sehr kurz aber nur. Man wusste damals noch gar nicht, dass das die Hauptfiguren des nächsten Teils sein würden. Mhm. Aber bislang gibt es keine erkennbaren, offensichtlichen Verbindungen. Es gibt hier und da so kleinere Querverweise, aber es ist nicht, dass irgendwie Max aus Teil 1 auf einmal da einen Gastauftritt hatte oder sowas. Derlei haben wir bislang nicht gesehen. Weißt du denn schon ein bisschen mehr über die Story? Irgendwelche Details, abgesehen davon, dass sie eben auf der Flucht sind und einen Versuch starten, halt nach Mexiko zu kommen. Weiß man schon ungefähr, was so ihre Orte sein werden, die sie besuchen, ihre einzelnen Punkte auf dieser Road? Trip-Reise? Bislang, man kennt nicht wirklich die Mitte dazwischen. Sie wollen in einer Stadt in Mexiko Zuflucht suchen und es geht eben in Seattle los. Mhm. Wir haben bislang nur so Szenen von so undefinierten Orten, irgendwie mal sitzen sie auf einer Bank vor einem Wasserfall oder sowas gesehen. Und auch bei den Figuren ist bislang, wir kennen ein paar der Figuren, zum Beispiel die beste Freundin von Sean, Delilah, sieht man in dem ersten Gameplay in Seattle. Mhm. Ich frage mich aber, wie das diesmal wird, weil es ja eben das erste Life is Strange hatte einen recht festen Cast an Charakteren, aber es spielte eben auch immer am gleichen Ort. Und diesmal ist eigentlich vor den Figuren, die du in den ersten 20 Minuten alle kennenlernst, rennst du ja dann weg. Mhm. Deswegen bin ich gespannt, wie sie das machen werden, ob es neben den Brüdern überhaupt weitere feste Figuren gibt, die in allen Episoden auftreten werden. Zum Beispiel, man kann es, finde ich, relativ gut mit der ersten Walking Dead Staffel von Telltale vergleichen. Da hattest du ja auch eine jüngere Figur, die du mit dabei hattest, die du beschützen musstest und hast zwar schon, es gab da ein paar, die mit dir gereist sind, so wie Kenny und sowas, aber du hast auch jede Folge mehr oder weniger auch einige neue Charaktere getroffen, die du dann wieder hinter dir gelassen hast. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen mehr so wird. Was wissen wir denn schon über übernatürliche Fähigkeiten oder Phänomene, denn das war ja zumindest im ersten Life is Strange auch ein wichtiger Aspekt. Und gut, wir wollen jetzt über die anderen Sachen reden wir nicht, verraten wir nichts irgendwie aus den anderen Teilen, aber es hat zumindest schon mal so eine Szene gesehen, wo so ein Polizeiauto umgestoßen wurde, das war der erste Teaser zu dem Spiel, also was wissen wir von der Ebene? Es wird wieder eine übernatürliche Kräfte geben. Es ist, wie du sagst, es gibt eben, die ist noch nicht näher definiert, was sie genau ist. Sie scheint deutlich zerstörerischer zu sein, also weil sie eben wirklich so ein Auto weghauen kann. Das Interessante ist, dass nach allem, was wir bislang wissen, du selbst die Kraft nicht hast diesmal, sondern es ist dein junger Bruder, der sie hat und den steuerst du nicht, beziehungsweise auch wieder nach dem, was wir bislang wissen. Und es wird anscheinend so sein, dass die Story sich sehr stark darum dreht, wie du ihn als großer Bruder beeinflusst. Mhm. Zum Beispiel, das ein recht simples Beispiel, das sie gegeben haben, ist, wenn du ihm halt, wenn du an einem Auto vorbeikommst und er will dann irgendwie einen Schokoriegel, der da im Fenster zu sehen ist, dann kannst du den klauen und dann bringst du ihm damit bei, dass klauen okay ist. Mhm. Und genauso kannst du dich anscheinend auf seine Stimmung auswirken, wie sicher er sich fühlt und so. Und vermutlich wird die Kraft dann auf diese Art und Weise in der Story zum Tragen kommen.
anscheinend hast du sie eben selber nicht direkt. Mhm. Und im Trailer wird auch, es sagt die Hauptfigur so ein bisschen, ich glaube nicht, dass mein junger Bruder überhaupt weiß, was vor sich geht und dass ich ihm die Wahrheit sagen kann. Ja. Das heißt, er selbst weiß es anscheinend auch nicht wirklich. Okay. Und so ist das ein bisschen indirekter. Das würde bedeuten, dass es in Sachen Gameplay eher vielleicht ein bisschen zurückgeht, also dass man nicht so direkt das steuert, sondern wirklich das größtenteils über Entscheidungen und Gespräche gelenkt wird. Mhm. Weiß man schon irgendwelche anderen Gameplay-Details? Relativ wenig. Und das ist so ein bisschen eine Sache, die ich tatsächlich schade finde. Man könnte sagen, eigentlich, dass Life is Strange damit konsequent nur seine Stärken weiterentwickelt, weil Gameplay war nie die Stärke, Dialoge waren die Stärke und jetzt legen sie die übernatürlichen Kräfte auch noch mehr als reine Dialogmechanik aus. Persönlich finde ich aber, ich hätte eher ein bisschen mir gewünscht, dass sie diese Schwäche vielleicht ein bisschen ausbügeln und ein bisschen mehr interessantes Gameplay mit reinbringen. Bislang haben wir wirklich nur gesehen, wie du wieder halt Sachen anklickst, Dialogentscheidungen triffst, und diesmal eben auch ohne das, dass du zurückdrehen kannst, um beide Entscheidungen zu sehen. Mhm. Was ich ein bisschen schade finde, weil das schon eine Besonderheit vom ersten Teil war. Aber wir haben noch nicht gesehen, wie genau der Bruder jetzt als Gameplay-Mechanik funktioniert. In dem Interview haben sie gesagt, es war durchaus einer der größeren Herausforderungen bei dem Spiel, eine KI für den zu entwickeln, weil er dich ja wirklich ständig begleitet und nicht einfach nur in geskripteten Szenen auftritt. Ich vermute mal, der wird jetzt nicht so fortschrittlich sein, wie zum Beispiel Elizabeth jetzt aus Bioshock Infinite oder sowas. Aber also ob man dem zum Beispiel auch mal dann konkret sagen kann, jetzt musst du diese Tür aufsprengen und dann passiert das als Gameplay-Element, das wissen wir bislang noch nicht. Abschließend, was würdest du denn sagen, was ist denn momentan so das zusammenhaltende Element von Life is Strange? Weil die Spiele ja durchaus, klar, sie sind sehr erzählbetont, aber sie sind auch in ihren Mechaniken und ihren Geschichten deutlich unterschiedlich. Gibt es sowas wie einen roten Faden? Also was ich bislang wieder, finde ich, erkennbar ist, haben wir nur Gameplay gesehen, weitgehend so vom Anfang, so bevor sie groß auf den Roadtrip gehen. Und da hast du wieder sehr viel dass die Situationen aus dem Alltagsleben gegriffen sind. Mhm. Das dann aus den Fugen gerät, aber trotzdem nimmt sich erstmal Zeit, Sean einzuführen mit seiner besten Freundin da, und die reden darüber, wie er das Mädel klar machen kann, auf das er steht, und dann triffst du deinen Vater und musst dich entscheiden, lügst du den jetzt an, dass du auf der Party dir wahrscheinlich Alkohol kaufen wirst und solche Sachen. Und da schafft es das auch wieder. Es hat, finde ich, für mich einen sehr ähnlichen Ton, dass es schon alles so leicht kitschig ist und nicht 100% natürlich wirkt. Das finde ich war schon das erste Life is Strange. Trotzdem sehr viel Charme hat und sich von anderen Spielen sehr stark dadurch abhebt, dass es sich wirklich diese Zeit für solche Momente nimmt. Mhm. Wo viele sagen, wir kommen schnell zur Action, kannst du halt hier wirklich jedes Objekt im Haus erstmal anschauen, mit jeder Figur sprechen, die Personen so ein bisschen kennenlernen, wer sie im Alltag sind, bevor du mit ihnen auf diesen Roadtrip gehen wirst. Ich frage mich eben aber tatsächlich, wie weit sie das dann beibehalten werden, weil wir dann, aber auch das erste Life is Strange ging dann eben zunehmend aus den Fugen, aber hatte schon noch recht lange, und auch Before the Storm immer dieses Schulleben dann mit Sachen wie Mobbing und Selbstmord und sowas. Und das hier ist halt eben wirklich, du bist auf der Flucht, auf einem Roadtrip und gehst in eine andere Stadt. Das ist nicht das alltägliche Leben eines 16-Jährigen. Ja, und es ist davon, habe ich das Gefühl, noch stärker entfernt, als es das erste Life is Strange gemacht hat. Selbst als dann die Murder-Mysteries und sowas reinkamen. Ja. Aber das wissen wir eben auch noch nicht, was da genau passieren wird. Aber das ist so der Unterschied. Genau, viele, viele Fragezeichen rund um das Spiel, die noch beantwortet werden müssen. Am 27. September kommt die erste Episode von Life is Strange raus. Es wird insgesamt 5 Episoden geben. Es kostet diesmal 40 Euro, ist ein bisschen teurer geworden. Mhm. Und wir sind sehr gespannt, wohin dieser Roadtrip uns am Ende führen wird. Vielen Dank, Maurice. Gerne.